Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Boba. Servus. Moment, mal schön winken. Nicht tschüss, Servus. Ja. Okay, ihr wisst ja, wir haben das Haus das letzte Mal gebaut hier für den Myrod und für die Lulu. Ich habe das jetzt hier außen noch ein kleines bisschen dekoriert. Ich finde es jetzt eigentlich ganz okay. Es ist schwarz und weiß wie Yin und Yang, die zwei, die mögen sich und hassen sich irgendwie gleichermaßen. Ich habe jetzt halt hier noch ein bisschen dekoriert, weil wir müssen ja schauen, dass wir, wenn ich jetzt mal auf die Info gehe, dass der Stil auch noch passt. So, und dafür habe ich jetzt noch vorbereitet, und zwar, ich hoffe, der Stuhl reicht aus. Ich habe es nämlich nicht ausprobiert. Aber ich denke, ein bisschen ist er nach oben gegangen, der Stil. Okay. Das heißt, wir bräuchten nochmal einen. Warum sollten wir den dann nicht. Moment. Damit dran setzen. Okay, reicht auch noch nicht ganz. Jetzt können wir natürlich sagen, dass wir vielleicht den Krug mal wegnehmen und damit hinsetzen. Vielleicht ändert das hier was. Eine süffige Sitzgruppe. Ich weiß nicht, ob das vom Stil was ändert. Nein, noch nicht. Dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal mit einer Hantel. Es ist wirklich schwer, ne, den Stil hier hochzubekommen. Ja, weil du halt da durchläufst, ne? Malrod. Die legen wir jetzt da noch mit rein. Also der Stil ist noch nicht besser geworden. Jetzt könnte ich sagen, wir tun vielleicht noch. Okay, der Stil ist jetzt nach oben und wir haben eigentlich beide erfüllt, ne? Jawohl. So kürzt sich das. Super. Ei, das. Also da war ich mir nicht sicher, ob das jetzt halt klappt. Deswegen habe ich euch mit reingenommen in die Aufnahme. Es hätte ja auch sein können, dass es überhaupt nicht funktioniert. Dann hätte ich mir irgendwas anderes einfallen lassen müssen. So, ja, jetzt reicht es aber wieder mit der Melodie. Oh ja, und jetzt haben wir von ihr natürlich das auch noch. Gleich im Doppelpack, jawohl. Weil das halt nicht reicht, ne, mit einmal. Aber wir haben auf jeden Fall zwei Fliegen mit einer Klappe quasi geschlagen. Und das ist natürlich schon hervorragend, muss ich sagen. Da müssen wir nicht für jeden ein separates Haus bauen. Und wir brauchen auch nicht so viele Räume. Das ist nämlich auch noch so entscheidend. Oh, wir haben eine neue Anleitung. Cool. Und das ist eine emblematische Uhr. Ein ziemlich großer Zeitmesser, der überall im Schloss gesehen werden kann. Kann gefärbt werden. Okay, den möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, danke ihr zwei. Danke, danke. Jo, alles klar. Also ich finde jetzt, ich gehe mal kurz in die Ego. Perspektive. Ich finde den Raum jetzt halt eigentlich richtig schneckig eingerichtet. Gefällt mir sehr gut. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass ich noch irgendwie einen Teppich oder was. Das ist halt im Grunde sowas wie die Garderobe, sage ich mal. Ne? Wo man reinkommt, hier hinter der Tür. Hauptsächlich ist da natürlich dann der Wohnbereich. Und ja, ich finde es eigentlich ganz nett. Also ich muss mich selbst loben, auch wenn ich das nicht gerne tue. Aber das ist mir dann doch irgendwie schon gelungen. Ja. Doch. So, ich habe jetzt hier oben ja noch eine Mauer rumgezogen. Was heißt eine Mauer halt? Hieß ja diese Holzwand durchgezogen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich würde nämlich gerne das Schlafzimmer für die beiden schon hier oben einrichten. Jetzt müsste ich nur wahrscheinlich mal gucken. Austauschen. Wir müssen mal auf die. Oh, habe ich die gar nicht mal einstecken? Die Blöcke. Wo seid ihr? Da. Genau, der Strandblock war das. Den nehme ich jetzt mal raus. Und dann hoffe ich, dass ich die dann noch anpassen kann. Und dann eigentlich noch den einzelnen da. Aber ich möchte nicht. Ich möchte nicht den Rand. Obwohl, habe ich jetzt den Rand gemacht? Oh ja, das ist ja dann der Rand. Das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht gut. Weil. Ja. Weil man das sieht, ne? Okay, außer.
außer ich mache natürlich hier nochmal das Holz her. So, wo seid ihr? Da. Das wäre nämlich jetzt vielleicht auch ein ganz guter Trick. Und dann nehmen wir nicht die Tausch, sondern den Füll. Und dann machen wir das mal hier und runter. Und dann müssten wir eigentlich das hier... Ja, und schon ist es nämlich da unten verdeckt. Super. Und genauso machen wir das jetzt hier auf der Seite. Ich glaube, das geht nur um diesen einen Block. Yep, dann können wir nämlich das hier auch wieder tauschen. Tauschmodus. Dann gehen wir nur noch mal ganz kurz auf den Handschuh. Weil ich würde nämlich das Bett gerne... warum nicht daher setzen. So, dann gehen wir einmal nochmal auf den Tauschmodus. Da müsste ich bloß... Der müsste den... Yep, da tauscht er los, alles klar. Hervorragend. Dann passt das alles hier noch mit dem Holz. Dann haben wir hier einen schönen Rahmen drumherum. So, ich habe ja das da vorne gemacht mit den, mit diesem Vorbau. Da habe ich natürlich schon auch was Spezielles vorgehabt, das ist klar. Also auf jeden Fall sollten wir ändern. Hier nochmal. Jetzt muss ich nochmal gucken. Was schaut am besten aus für draußen? Für draußen schaut doch eigentlich für so eine Terrasse. Warum nicht das weiße Holz? Das wäre doch jetzt eigentlich auch ganz gut, oder? Ich glaube, das weiße Holz, das passt ganz gut. Dann hätte man nämlich hier oben, wo quasi das Schlafzimmer ist. So, das müssen wir nur bis daher ziehen. Hätte man quasi so eine Art Terrasse. Ich kann bloß leider hier den Füllmodus nicht machen, ist das blöde. Das muss ich quasi so machen, aber ist ja egal. So, jetzt wäre es natürlich noch angenehm, wenn wir die zwei Dinger weghauen und dafür im Grunde dann auch den Block hier einsetzen. Dann hätte man nämlich einen schönen Übergang. Dann kommt man hier hoch, dass man ins Schlafzimmer kommt. Und dann wäre hier im Grunde die Terrasse. So, wir brauchen das nicht mehr, wir brauchen das nicht mehr. Und ich würde sagen, das ist jetzt halt doch recht symmetrisch. Die Tür können wir natürlich nicht in die Mitte machen, ist klar, wegen der Treppe. Aber ich denke, das ist trotzdem ganz gut so an der Stelle, wo es jetzt halt ist. So, jetzt brauchen wir nur noch einen gescheiten Zaun. Einen gescheiten Zaun drumherum. Da habe ich allerdings nichts mehr, ne? Schauen wir mal, das ist der Ding. Ich bräuchte, wenn dann den Färber. Und der steht da unten. Weil dann schauen wir mal, dass wir... Haben wir keinen Lattenzaun mehr? Warte mal. Da ist auch nichts mehr. Da ist natürlich oben dann Schiebetür gefragt, ne? Auf jeden Fall müssen wir dann eine Schiebetür machen. Ah, da ist er. Das Holzgeländer wollte ich machen. Ich denke, der ist in... Ja, warum nicht in Weiß, ne? Warum hier außen nicht in Weiß? Jetzt habe ich allerdings nicht gezählt, wie viele. 10 sind es mindestens. Ich kann leider nicht drehen. Deswegen mache ich jetzt mal 10. Verdammt. Ich sehe es nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Stück. Also machen wir nochmal 4 Stück. Halt. Machen wir jetzt erst einmal noch die Schiebetür. Weil da habe ich nämlich keine mehr. Und ich denke, dass diese Schiebetür hier am besten geeignet ist. Eine simple Tür auf einem hölzernen Rahmen. Oder die Glasschiebetür. Ich würde sagen, die hier. Machen wir die hier, da brauchen wir 2 Stück. So, und als Fenster würde natürlich passen, wenn wir dann auch dementsprechend diese hier machen. Und dann mache ich jetzt einfach mal 10 Stück. Ne, wir brauchen immer 4 für ein großes, ne? Dann bräuchten wir eigentlich 12. Ich mache jetzt mal 12.
mache jetzt mal 12, dass wir das hier auf jeden Fall drin haben. So. Raus mit dir. Weiß haben wir ja eh genug. Das heißt, wir gehen erstmal hier drauf, dass wir unsere 4 Stück noch machen können. Dann machen wir natürlich die Schiebetüren. Wo seid ihr? Ach, kann ich die gar nicht färben? Na gut, dann kann ich die halt nicht färben. Ist ja egal, die sind ja eh weiß. Also, ab mit dir nach oben. So. Es dürfte jetzt normalerweise kein Raum entstehen. Wenn ich mich da nicht irre. Jawohl, genau so wollte ich das. Eine geht nach links, eine geht nach rechts. Hervorragend. So, jetzt muss natürlich das Regnen anfangen. Ich glaube, die kann man nicht stapeln. Ne? Nee, die kann man nicht stapeln. So. Ah, habe ich mich so verzählt? Fehlen mir tatsächlich noch 2 Stück. Na gut, dann färben wir halt nochmal 2. Ist ja wurscht. Wir haben ja genug. Oh. 2 bitte. So. Hol dir nach oben wieder. Du kennst den Weg. So, dann setzen wir nämlich die 2 da noch her. Perfekt. Perfekto. So, wie machen wir die Hauswand? Die Hauswand würde ich ja dann quasi sagen, machen wir auch in dem Silberstil. Da habe ich jetzt natürlich nicht mehr sehr viele. Ich würde trotzdem jetzt mal zumindest die untere Reihe ziehen. Dass wir quasi nur mal die hier machen. Ich möchte das nämlich mal geschlossen haben, weil ich bin wirklich sehr interessiert daran. Ist es jetzt ein Zimmer oder ist es keins? Weil ich glaube, es wird kein Zimmer. Und damit hätten wir uns nämlich auf jeden Fall einen Raum gespart. Weil es kommen in dieses Haus nur Malrud und nur Lulu rein. Kein anderer kann quasi dieses Bett verwenden, weil die müssten alle unten durch und keiner geht durch einen Raum von jemand anderem. So, und es entsteht kein Raum. Okay. Das ist natürlich genial jetzt. Das ist jetzt auf jeden Fall genial. So. Dass wir das schön haben. Einmal hier eine Lampe. Einmal da eine Lampe. Innen drin, wie gesagt, werde ich wann anders dekorieren. Nicht heute. So. Oh, es ist doch ein Raum. Was ist es? Großer natürlicher Raum. Das ist ja wenigstens ein Schlafraum hier. Aber gut. Da werden wir auf jeden Fall ja noch, ich denke mal, wenn wir alleine schon Lampen platzieren hier, wird's ja schon, könnte es schon sein, dass es ein Schlafzimmer wird. Oder irgendwas. Ich habe jetzt gehofft, dass das nicht passiert. Das Einzige, was man noch machen könnte, ist im Grunde die Eckblöcke weghauen. Also, dass ich das Haus quasi um diesen Stein und den darunter minimiere. Das könnte man mal probieren. Das habe ich nämlich in irgendeinem Video gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, wo, weil jetzt ist es dann kein Raum mehr. Das müsste jetzt dann als Raum verschwinden. Genau, der verschwindet als Raum. Wird jetzt quasi nicht mehr erkannt. Nee, das lassen wir da. Das hat doch eigentlich super daher gepasst. Genau, es wird jetzt nicht mehr als Raum erkannt. Und hier, und das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und zwar, wir können ja diese Dinger hier zum einen mal schaffen. So, sorry, dass es jetzt ein bisschen hin und her ist. Aber das will ich unbedingt ausprobieren. Ich mache jetzt wirklich nur mal die 2, die ich da hinsetzen will. Wenn sich das Ganze dann nicht in einen Raum verwandelt, ist es auf jeden Fall ein absolut genialer Trick.
einen Raum keinen Raum sein zu lassen. So. Aber ich glaube, das wird. Aber ich glaube, das wird ein Raum. Weil es sieht nämlich auch von unten schon genial aus, wenn ich dann hier vier so Dinger nach oben gehen habe und da dann quasi der Dachstuhl drauf sitzt. Und das natürlich an jeder Ecke, ne? Also auch hier drüben und da hinten, dass wir das machen. So, ich warte jetzt noch kurz. Wir könnten noch mal ganz kurz schlafen. Ah, es ist ein großer Raum, alles klar. Wir schlafen jetzt natürlich. Was mich immer wundert, es ist ein Doppelbett. Aber man schläft alleine drin. Wo schläft dann der andere, wenn das ja ein Doppelbett ist? Man sieht's nicht, ne? Okay, also das ist ein großer natürlicher Raum, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Den Trick, den ich auch gesehen habe, und das sah halt auch genial aus, und zwar, ich weiß leider wirklich nicht mehr von wem das war, das Video, aber es sind auf jeden Fall geniale Tricks gewesen. Und zwar, wenn du jetzt halt hier bei der Wand natürlich, wenn du das hier aufmachst fürs Fenster, dann verändert sich das Ganze, ja? Moment, jetzt habe ich nur... Die zwei tue ich wieder weg. Dann hole ich mal ganz kurz nochmal die zwei Blöcke, die ich brauche. Wo seid ihr? Da. Und natürlich den Silberblock, den ich jetzt wieder nicht sehe. Ach, der ist da oben. Ach, die habe ich noch im Inventar. Okay. So, einmal und zweimal. Und zwar... Der Raum verwandelt sich jetzt quasi in keinen Raum mehr. Jetzt gehe ich mal wieder in die Perspektive, weil ich möchte nämlich, wenn ich das jetzt schon mache, dann machen wir es auch gleich so. So wie sich es gehört. So. Also wir haben ja jetzt im Grunde hier keinen Raum mehr. Der müsste jetzt auch verschwinden, weil ja die Wand offen ist. So, allerdings, wenn wir dann ein Fenster hersetzen und das offen lassen, so, dann könnte man zum Beispiel sagen, auch ich mache jetzt, habe ich noch Handtücher da? Oder irgendeinen Obstkorb oder sowas? Warte mal. Machen wir mal schnell was. Ah, stimmt, da haben wir jetzt die Uhr, ne, freigeschalten. Wo ist denn die überhaupt? Die ist recht weit unten, oder? Da ist sie. Die würde mich auf jeden Fall auch mal... Zenithium brauche ich dafür. Komm, bauen wir gleich mal eine. Bauen wir gleich mal eine, dann sehe ich, wie groß die ist, wie die ausschaut. So, und dann bräuchte ich als Deko nur noch irgendwas. Zum Beispiel, was könnten wir als Deko nehmen? Das ist eine Pilzplatte, das ist eine farbige Tasse. Ja, wir könnten doch einfach hier so ein paar Glasflaschen herstellen, ja? Karaffenkollektion. Die habe ich aber irgendwo. Dann mache ich deswegen mal so ein Viertel Glasflaschen. Ja, der Raum ist jetzt da oben verschwunden. So, ist jetzt kein Raum mehr. Und es wird auch kein Raum mehr werden. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt das zum Beispiel da einfach hinstelle, dann ist das quasi wie eine Deko. Und wenn ich das dann von unten anschaue, dann sieht es halt so aus, als wäre da das Fenster offen. Und das ist schon cool. Das ist schon irgendwie eine geile Idee. Und wie gesagt, es kommen nur Malrod und Lulu jetzt in diese Behausung rein. Also, das Schlafzimmer da oben, das werde ich noch fertig machen. Ich werde auch das Thema Grün hier oben weiterziehen. Und ja, lasst euch überraschen, wie es wird. Da geht es jetzt halt quasi nur noch darum, ein bisschen was einzurichten. Ne? Und dann eben Dach noch drauf zu stülpen. Okay, aber wo wir jetzt hingehen, ist, vielleicht habt ihr es auch schon geahnt, anhand dessen, was ich im Inventar habe, wir gehen jetzt mal ins Schloss rüber. Da bin ich auch noch nicht so weit. Das ist absolut klar, dass ich das noch nicht fertig habe. So, lasst uns mal darüber fliegen, denn heute... werden die Bewohner hier mal ein bisschen Baracke bekommen. So, guck dir mal die Uhr an. Ui, das ist ein Fetzending. Ui, ist das ein Fetzending. Alter. Ich habe jetzt vielleicht gedacht so, ja, 2x2. Aber dass das 4x4 ist, ey. Boah.
Hallo. Also, ich habe ja noch vor, ein Rathaus zu bauen. Ja, das braucht man definitiv irgendwo. Und da ist es hervorragend. Also alleine schon für einen Turm, Kirchturm oder sowas. Da weiß man auf jeden Fall schon, was für Dimensionen dieser Kirchturm haben wird. Ah, super. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch genauso. So, jetzt werde ich erstmal meines Amtes walten und hier das ein oder andere austauschen, denn hier sollen Schlafgemächer hin. Jetzt habe ich keine von denen mehr. Alles klar, dann muss ich halt noch welche bauen. So, wo seid ihr? Da seid ihr. Da ich die ja auch immer wieder brauche. Was machen wir denn? Komm, machen wir gleich mal 100 jetzt. Das sollte eigentlich reichen jetzt noch für den Spaß, den ich mir hier machen will. So, weil ich möchte, genau, das passt hier schon. Dann tausche ich eigentlich hier nur noch aus. So, zapp da ab. Gut, und zwar sollen ja hier die Schlafräume her. Allerdings, dass nicht jetzt halt erstmal jeder seinen eigenen bekommt, sondern dass wir gesammelt jetzt erstmal alle unterbekommen, wollte ich jetzt hier. Ja, das ist klar, dass jetzt diese komischen Zinnen hier entstehen. Ist mir aber auch jetzt erst einmal wurscht. Ich brauche nämlich einen Raum. So, ich brauche einen Raum. Ich habe hier schon eine hübsche Tür vorbereitet. Die soll auch nach innen aufgehen. Allerdings wäre sie mir lieber, wenn sie in die andere Richtung aufgehen würde. Das geht wieder nicht. Ja, großer Raum, das ist schon klar. Naja, geht sie halt nach außen auf. Das ist egal. Ist wurscht. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal zum einen zwei Betten. So, jetzt ist nur die Frage, wo stelle ich die hin? Ich zoome mal raus. Am Ende sollen es ja dann doch vier werden. Wir stellen am besten vielleicht eine an die Wand. Eines dahin. Jetzt bin ich echt gespannt, ob dieses Ding hier als Zierde, großes, simples Schlafzimmer, okay, als Zierde ausreicht. So, lass mal gucken. Großes, cooles Quartier. Yep, das hat ausgereicht, das ist super. Gut, ihr könnt gleich da bleiben, es geht nämlich weiter. So, dann viermal. Und das passt eigentlich von der Symmetrie hier schön. Große, coole Baracke. Ja, da schaut ihr, Leute, ja. Weil dann habt ihr nämlich auch endlich dann einmal einen Platz zum Pennen. So. Da das Bett natürlich hier irgendwie voll im Weg stehen würde, würde ich sagen, wir machen einmal, zweimal, dreimal. Und das passt halt genau hier noch schön hinten in die Mitte. So. Jetzt bin ich gespannt. Tut sich jetzt was oder nicht? Okay, also die da hinten hinzustellen wäre, glaube ich, nicht schön. Aber man könnte zum Beispiel die hier noch und hier noch. Okay. Das müsste doch eigentlich gut gehen, oder? Große, coole Baracke. Wie kommen die immer da hoch? Notfalls schaue ich einfach mal auf mein schlaues Zettelchen. Okay, dann schaue ich jetzt mal ganz kurz auf meine Liste. Dazu muss ich natürlich ein wenig knirschen und knacksen. Ei, und es ist verblättert. Naja, gut, Junior war da und wenn der da war, dann ist natürlich alles nicht mehr auf Reset. So,
Bauernschlafzimmer, Bauernbude. Ich meine, wir haben jetzt eine große, coole Baracke. So, wir hatten das Quartier, wir hatten die Baracke. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Kaserne. Dazu viermal Kampfausrüstung, achtmal Bett und viermal Lichtquelle. Ja, und ich Blödel habe natürlich nur drei. Da vorne eine und hier zwei. Ja, das ist klar. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze immer so zwischen die Betten. Jetzt sollte es jetzt dann auch gleich umschalten. Obwohl, das sind doch... Ja, das waren drei. Das waren drei. Die Dinger hier in der Ecke, die würde ich gerne abreißen. Ja, große, coole Kaserne. Nein, ich will nicht schlafen. Das ist... das habe ich ja schon öfters gesagt, ne? Wenn du das Werkzeug wechseln willst, dann ist das... Ich habe das Schwert wieder eingesammelt. So, du kommst dahin und bleibst bitte da. So, du kommst weg. Nein! Ihr merkt schon, also das ist nicht so... Nein, dahin bitte. So. Und dann können wir da drüben nämlich auch noch zwei Lichterle hier machen. So, einmal... Oh, drei sogar. Eben. So, dann haben wir auf jeden Fall eine große, coole Baracke und eine große, coole Kaserne, Entschuldigung, eine große, coole Kaserne und da können die natürlich jetzt dann auch nächtigen. Yep. Das ist gut. So. Dann können wir uns jetzt eigentlich mal hier drüber machen. Das ist etwas, wo ich auch schon ein wenig länger vorhabe. So, zum einen... Oh ne, warte mal, ich bin ja noch gar nicht wirklich fertig. So, die Bäume stehen auf jeden Fall zu dicht. Das ist klar. Ich mag nämlich nicht, dass die da mit den Blättern ins Mauerwerk reinragen. Das gefällt mir nämlich gar nicht. So, dich nehme ich in die Hand, dich nehme ich in die Hand. Aber das setze ich dann auch mal irgendwo anders hin. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, naja doch, passt schon. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich wollte nämlich auch diese tollen Fenster hier platzieren. Und da bin ich jetzt dann auch mal gespannt, wie das dann ausschauen wird. So, ich mach mal... Halt, den hier bitte. Bin ich mal gespannt, weil ich möchte nämlich jetzt mit nein? Warum? Warum setzt du das da nicht? Na also, geh doch. So. Zweimal. Yes. Perfekto. Perfekto, dann können wir das Ganze hier auch noch machen. Nein! Boah. Leute, das kann aufregen, wirklich. So. Einmal hier, einmal da. Und wieder lalala. Jetzt möchte ich mal probieren. Fängt es denn auch, wenn ich das von unten nach oben... Nein. Natürlich nicht. Hat. Also man muss es tatsächlich von unten nach oben bauen. Es baut zwar, wenn ich von oben nach unten setze, den Sockel dahin, aber naja. So. Die lieben Schwerter. Nein, ich will nicht schlafen, bitte. Die kommen jetzt einmal dahin. Und einmal dahin. Und dann soll da hinten nämlich über das Bett auch noch mal sowas hin. Da ist es ja ganz egal, ob man das jetzt von außen sieht oder nicht. Es geht nämlich darum, dass dieses Fenster drin ist. Aber da muss ich mal gucken, wenn man das von außen anschaut. Ich gehe mal ganz kurz außen rum.
weil ich glaube, ich schaffe das ja so nicht. Doch! Ich schaffe sogar. Klasse. Ach, das ist dieser... dieser Anbau hier. Ja. Okay, da fehlt mir jetzt ja dann schon wieder mal die Symmetrie. Das heißt, das Ding werde ich wieder weghauen. Und werde wieder die ganz normalen Blöcke hinsetzen. Gut. Ah, große coole Kaserne. Naja, gut. Dann haben wir es eben so. Dann warte mal, dann können wir da oben auch gleich noch die Steine hinsetzen. Aber warum macht es jetzt da wieder... Naja. Ah, ihr macht Feuerwerk. Alles klar. Ah, ist egal. Das ändere ich wann anders ab. Also, das kann ich euch schon mal verraten fürs nächste Mal. So, wir werden diesen Bereich hier umgestalten. Und zwar in eine Plantage. Also das bietet sich eigentlich hervorragend an, dass wir hier zum Beispiel Weizen anbauen und ja, was könnte man noch machen? Weizen und halt noch was. Was ändert der? Ändert der irgendwas? Nee. Weizen und vielleicht Kohl. Wobei an Kohl haben die sich wahrscheinlich auch schon satt gesehen. Naja, mal überlegen. Auf jeden Fall werde ich das hier ändern in den Gartenbereich. Hier werde ich mir was einfallen lassen, was wir vielleicht Tür- oder Tortechnisch machen können. Wir werden nämlich jetzt einfach mal von der vom grünen Eiland hier rüber wechseln nach Mondbach. Und werden hier mal ein klein wenig unsere Bewohner versorgen und vielleicht hier auch mal ein bisschen mehr am Schloss rumwerkeln. Weil das wäre auf jeden Fall schon mal eine Notwendigkeit, ne, weil die haben ja jetzt zumindest endlich mal ein Schlafzimmer, aber sie haben halt noch nichts, wo sie in Ruhe kochen können. Und wenn die Schwester hier schon rumrennt, dann könnten wir das eigentlich auch wirklich in Angriff nehmen. Okay, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt hat gesagt, ah, deswegen funktioniert es nicht, ne, wegen der Kaserne und bla. Ich hoffe jedenfalls, dass irgendwer dabei war, dem ich helfen konnte. Nochmal sei gesagt, das ist ja jetzt, glaube ich, der Part 189 oder so, oder 190, ich weiß es nicht. Im Part 200 werde ich Eiland besuchen von euch. Also wenn ihr mir einen Eiland-Code dalasst, dann werde ich das tun. Ansonsten werde ich beim 200. Part mir irgendeinen rauspicken, den ich eben auf der Tafel finde, wo ich sage, oh Mensch, das Gebäude, das sieht interessant aus. Lasst uns das mal besuchen. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich heute noch loswerden. Ich werde es bestimmt noch ein paar Mal sagen in den nächsten Parts, dass da hoffentlich auch der ein oder andere seinen... dass der ein oder andere seinen Code bei mir hinterlässt. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.